So, Freunde, wunderschönen guten Vormittag. Bei mir gibt es heute ein Frühstück der etwas anderen Art. Und zwar mein geliebtes Warmegüreng mit Pizza. Denn wir brauchen ein bisschen Energievorrat. Denn jetzt gleich geht es für uns in die Kreuzhebe-Session, Schrägstrich-Beuge-Session. Ich freue mich schon richtig drauf. Allerdings nicht so wie sonst ganz normal, sondern wir müssen gleichzeitig auch noch die Halle streichen. Bedeutet, wir werden so ein bisschen Halle streichen, Kreuzheben-Supersatz machen. Darauf erstmal einen heißen Kaffee. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Und ich wünsche meinem Rücken jetzt schon mal ein gutes Durchhaltevermögen, denn ich glaube, wir müssen 170 Kilo heben oder so auf 6er Reps. Also wird spannend, meine Freunde. Das höchste Gewicht, das ich seit langem bewegt habe. Persönlicher PR im Kreuzheben auch. Und ich würde sagen, let's go.
So, Freunde, jetzt gibt es erstmal ein direktes Feedback zu der ganzen Geschichte hier. Also, wir haben jetzt so 3 Stunden nach dem letzten Satz oder so. War heute nicht ganz optimal. Ich habe gedacht, ich könnte das Ganze ein bisschen parallel ballern. Aber durch das mit der. Ich bin die ganze Zeit auf der Leiter hier, dieses ganze hoch und runter geklettert, angepinselt wie so ein Affe. Es geht schon doch gut auf die Beine und auf den Rücken vor allen Dingen. Vor allem, wenn man die ganze Zeit stehen muss. 3 Sätze habe ich gemacht. Auf einem, ich bin zwischendurch immer wieder kalt geworden. Also es hat sich nicht ganz so geil angefühlt. Aber lief ganz gut dafür, dass es jetzt seit langem mal wieder 170 Kilo Kreuzheben waren. Conventional ohne Gürtel für mich sowieso schon ohnehin PR. Ich denke auch im Gym mit vernünftigen Klamotten. Auch der Blaumann, der ist hier zu eng. Also das ist hier, da kam ich nicht richtig in die Position. Suboptimal, deswegen einfach abgebrochen. Ich hol's auch nicht nach, ja, also morgen geht's ganz normal mit Push weiter und am Freitag, also übermorgen, ist dann wieder Beugen und Heben. Ist halt jetzt leider diese Woche noch so, für die Seminare muss das Ganze hier geil aussehen, wir haben die Grundierung jetzt drauf, jetzt geht's weiter, beziehungsweise morgen geht's dann auch noch weiter mit Streichen, wir streichen halt bis oben hin, deswegen ist das relativ viel Arbeit für 2 Leute, aber muss man jetzt durch, ja, ist halt leider so, sowieso, ich bin heute Morgen auch viel. Hör mal, immer unterbrichst du meine Videos. Es reicht jetzt langsam. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ja, war einfach ein schlechter Tag, um so eine Trainingseinheit, die schwere Kreuzhebeeinheit durchzuziehen. Aber trotzdem, 3 Sätze reichen. Wir haben einen Reiz gesetzt, wir haben die Bewegung ausgeführt. Ich bin guter Dinge, dass das mit vernünftigen Klamotten und im Gym auch um einiges geschmeidiger gegangen wäre. Auch ohne die zusätzliche Belastung durch das Angestreichel, Gepinsel und hier. Gestreiche, nicht Gestreichel. Aber naja, wir machen jetzt hier mal weiter. Wir pinseln jetzt hier schön. Das war ein sehr kurzes Kreuzhebeltraining, meine Freunde. Nichtsdestotrotz, ich lade halt einfach hoch, weil juckt. Ja? Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ja, bis dahin, macht's gut. Peace, Freunde. Und nicht vergessen, es ist Black Week. Ja? Black Week 15, 15% auf AA im Shop. Vielleicht haben wir auch noch so schicke AOK-T-Shirts hier. Und 15% auch auf die Adipower Gewichtheberschuhe, meine Freunde. Wer noch ein Geschenk braucht für Weihnachten, für die Freundin, für den Freund, ihr wisst Bescheid, nicht lang schnacken. Rabattcode in den Nacken. Und nächstes Seminar, wofür wir halt auch hier die Halle streichen, beziehungsweise das nächste ist jetzt dieses Wochenende, aber das nächste Erreichbare ist im Januar. Checkt die Seite und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.